Moin moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir haben in der letzten Folge angefangen, hier unsere Basis aufzubauen. Haben jetzt schon mal zum Großteil hier Spikes platziert. Haben wir noch ein, zwei Stellen offen, beziehungsweise die eine Wand hier noch offen, die wir noch frei machen müssen, dass wir hier schön Spikes platzieren können. Und ansonsten haben wir uns beim letzten Mal, als wir die Basis frei gemacht haben, infiziert, weil da wieder alles voller Zombies war. Und ich würde sagen, wir brechen jetzt einfach mal auf und suchen mal, ob wir vielleicht ein bisschen Honig finden oder einen Bären, der uns killt. Nee, mit dem wären wir schon fertig. Aber auf jeden Fall ein bisschen Honig finden. Was ist das hier für ein Gebäude? Das sieht ja interessant aus. Genau, schauen wir erstmal nach. Irgendwo muss es ja Honig geben hier. Ich glaube, das ist das Gebiet hier sowieso ganz gut für. Was ist das für ein interessantes Gebäude hier? Vielleicht geht er jetzt nicht rein, aber... Schick. Machen wir das als Basis. Nee, Quatsch. Oh, guck mal, da sind ein paar Zombies. Warte mal. Da können wir doch hier mal... Sauber. Zwei Schüsse, zwei Tote. Tote, nicht Tode. Das wäre schlecht. So muss es sein. Oh, hi. Krass. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass hier einer steht. Du bist feral? Hallo. Ich möchte das nicht, dass du mich schlägst. Okay, dann hopse ich mal gerade hier rüber. Da ist ein... Okay. Aber vielleicht sollten wir hier wirklich ein paar Bäume fällen. Denke ich mir mal gerade so, weil wenn hier mal irgendwo Bären sind, dann sehen wir es halt auch direkt. Genauso wie bei uns an der Basis halt. Und mit etwas Glück, ja, fünf Schläge. Mit etwas Glück kriegen wir natürlich dann auch hier wieder ein bisschen Honig raus. Das haben wir ja in der Vergangenheit auch schon, wenn wir mal ein bisschen was besorgt haben. Vier Schläge mit einem Rechtsklick. So. Ja, fällen wir mal ein paar Bäume. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht auch nicht. Wo ist denn überhaupt... Ach, da vorne ist die Basis. Genau. Ja, genau. Dann würde ich nämlich hier so ein paar Bäume fällen. Und hier vorne sind ja auch ganz viele Farmgebiete. Ich weiß nicht, vielleicht sogar das. Ja, genau. Hier gibt es ja diese... Ne, wie wir beim letzten Mal schon geplündert haben. Diese Honigdinger. Da würde ich jetzt mal nach Ausschau halten. Oh, hi. Ich war gerade völlig irritiert, weil ich gar nicht wusste, was das ist. Hä? Ah, jetzt hat er es richtig erkannt. Ich weiß nicht, was das gerade war. Ja, okay, gut. Haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Fleisch. Das ist gut. Das können wir dann, ja, weiß ich nicht, heute Abend vielleicht schon grillen oder braten. Oh, nochmal. Zack. Ist leider noch nichts dabei. Na gut. Ja, werden wir schon finden irgendwo. Irgendwie. Oder hatten wir was dabei? Nee, ne? Ich glaube, wir hatten nichts dabei. Ich meine, alternativ kommt mir gerade noch in den Sinn. Ich habe ja auch im Auto noch meine Notfallration. Aber die würde ich jetzt noch nicht nehmen. Also, noch ist ja kein Notfall. Ist das hier... Das sieht aus wie für Bienen, oder? Sieht sehr aus wie ein Imker. Ah, ich wusste es. Ah, verdammter Mist. Okay. Meine Güte. So, kann man das... Was kann man denn hier machen? Kann man das... ich habe es ja zerschossen. Kommt da Honig raus oder so? Ich habe halt keine Ahnung. Ich habe das vorher noch nie gesehen.
Anscheinend nicht so. Ich meine, die zwei machen wir da jetzt noch weg. Hier ist ein bisschen Medizin. Nee. Da ist noch einer. Perfekt. Ah, verdammt. Du hast Hunger. Ja, gucken wir gleich mal. Aber erstmal würde ich ganz gerne... Ich hätte mal, kann man eigentlich auch mal wegmachen. Der versperrt mir die Sicht. Aber auch da kein Glück, leider. Da ist noch ein bisschen was. Da ziehe ich direkt mal die Knarre. Ist halt die Frage, kommt hier denn... Also, ich glaube nicht. Toll. Vielleicht gehe ich mal da rein. Ich gehe mal da rein. Grün. Nicht feral. Ah, verdammt nochmal. Überall feral, ich fass es nicht. So. Okay, Painkiller ist gut, hau ich mir direkt rein. Brauchen wir. Denke ich, weil wir ja noch unterwegs sind. Wenn wir jetzt zu Hause wären, hätte ich das jetzt nicht gemacht, aber hier mache ich das doch mal lieber. Das ist aber auch ein echt komisches... Hä? Ach, da unten! Der ist nicht feral. Das ist aber auch ein echt komischer Dungeon hier. Nice, da ist es. Genau, das brauchen wir jetzt. Entriegelt. Komm. Okay, ich dachte, da kommt vielleicht jetzt einer raus. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Das sieht gut aus. Das nehmen wir auch noch mit. Wasser können wir immer gebrauchen. Was war denn hier nochmal der Unterschied? 10. Das ist sonst 20, ne? Meine ich. Okidoki. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal schnell nach Hause. Wir haben jetzt 19 Uhr. Ich bin am überlegen, ob ich vielleicht schnell... Hi. Warte mal. Ob ich vielleicht schnell gerade die Wände fertig mache. Also hier, ne, mit Spikes. Ich glaube, das macht Sinn, wenn ich das jetzt schnell mache. Dann haben wir in der Nacht wenigstens schon mal einen leichten Schutz. Ich denke, das werde ich mal schnell angehen. Ja, schauen wir mal gerade. Lalala, lalala. Da ist ja schon wieder einer da drüben. Zwei. Warte mal. Falsch. Ich sollte aber vielleicht frühzeitig zusehen, dass ich an die Munitionsproduktion komme. Denn... Sonst müssen wir halt, also ich denke, das werden wir so oder so machen müssen, aber wir werden auf die andere Munition umschalten. Genau, das werden wir auf jeden Fall machen müssen. Und ich werde jetzt, wie gesagt, hier das mal schnell machen. Das sollte ja relativ fix gehen. Ich meine, wir sind ja auch schon ziemlich weit, das sind jetzt dann nur noch ein Schlag. Ich glaube, die Ecken werden ein bisschen länger dauern hier, weil da sind ja mehrere Platten. Ansonsten, glaube ich, sind wir sehr schnell durch hier. Ach ja, hier ist ja sogar nichts. Das ist gut. Das ist gut. Hatte ich denn... Spikes hatte ich nicht dabei, ne? Nee. Okay. Ja, dann mache ich das mal ganz schnell. So, ich habe die ganzen Blöcke jetzt mal weggehauen und werde jetzt mal schnell hier so ein bisschen was reinsortieren. Und da müssen wir mal gucken. Sowieso wegen der Sortiererei hier. So, Hunger und Durst habe ich auch schon ganz gut. Bald wird es dunkel und wollten wir denn da? Sind die Spikes... Ich glaube, wir werden auch noch ein paar brauchen. Also langfristig sowieso.
Aber mal gucken, ob die jetzt ausreichen. Ich kann ja schon mal ein paar machen. Warte mal, ein bisschen Holz haben wir ja noch. Also, was heißt, ein bisschen haben wir noch. Ich mach mal 30. Wir brauchen das. Okay. 50 sind 1000. Passt. Machen wir 50 weitere. So, hier und da kommen immer wieder mal ein paar Zombies vorbei. Wenn die mal kurz guten Tag sagen. Genau, hier hinten habe ich alles freigemacht, dass wir auf die Höhe gehen können. Und jetzt fehlt die Seitenwand noch. Ja, wobei, vielleicht könnte es sogar reichen. Vielleicht könnte es sogar reichen. Rechnen wir einfach mal minus 5, bis wir die platziert haben. Dann sehen wir ja. Ja, auf jeden Fall. Doch. Das hätte ganz gut gereicht. So. Hier kann man ja schon mal ein bisschen was setzen. Wobei ich aber, glaube ich, mehr auf die andere Seite setze, weil wir da immer ein bisschen mehr hatten. Was Zombies betrifft. So, Nacht ist rangebrochen. Gleich gibt's lecker Essen. Das ist so still. Ich meine, das ist ja das Schöne hier. Man hört nur das Pfeifen. Aber trotzdem sehr still. 26 werden noch gemacht. Alles klar. Dann schaue ich mal. Hier wollten wir irgendwo einen Durchgang machen. Ja, wie kommen wir jetzt überhaupt nach vorne? Fällt mir gerade ein. Oder hatte ich vorne... Nee, vorne hatte ich nicht offen, ne? Da ist nur die Garage. Da ist ja schon wieder einer. So. Okay. Genau, hier geht es einmal durch. Hier, das war die, genau, das war die Außenwand, da wollte ich nicht durch. Hier stand die Kaffeemaschine, die wollte ich stehen lassen. Ansonsten, rein theoretisch könnten wir sogar hier durch, irgendwie. Ach, ich mach's aber wieder hier, glaube ich. Hier fand ich es eigentlich ganz cool. Machen wir das mal schnell. Ja, und dann räumen wir natürlich auch ein bisschen auf. Das machen wir auch. Genau, hier, das war ganz gut. Top-Pflanze. Die stelle ich dann einfach mal hier hin. Und dann machen wir hier natürlich nochmal eine Tür rein. Aber so rum. Gut, dann haben wir ja auch wieder einen Durchgang ins Hauptgebäude sozusagen. Ich dachte gerade kurz, ich hätte irgendwas gehört. Ja, komm. Bisschen aufräumen. Das war ganz cool so mit... Ja, komm, den Reifen lasse ich mal da. Jo. Müssen wir bald auch mal reparieren. Das lasse ich erstmal so, wie es ist. Okay. Ja, hier, das kann man eigentlich dicht machen dann. Wir wissen ja, wo es lang geht. Und ansonsten geht es hier auch nur wieder nach oben. Eine unberührte Werkbank. Hier kann ich mal zumachen, falls hier ein Zombie irgendwie raufkommt. Dann wird er wenigstens schon mal aufgehalten. Aber hier, das ist ja quasi das abgetrennte Gebäude. Hier können wir vielleicht sogar irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht machen wir hier so diesen Werkbereich hin, wo wir die Werkbänke und sowas hinstellen. Da machen wir dann einen Durchbruch und gut ist. Na du? Immer wieder mal kommen sie. Achso, warte mal. Wir haben jetzt die Spikes fertig. Dann kann ich nochmal gerade eine Ladung ziehen. So.
Okay, der will noch nicht. Sauber. Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. So gefällt mir das. Da mache ich jetzt einfach mal den. Und es geht auf. Sehr schön. So. Ja, die Zombies, die hier gerade vereinzelt spawnen, die muss ich mal holen. Ich weiß nicht, ob die weiterhin spawnen, weil ich noch keinen Landclaim-Block habe oder weil das halt immer noch der Anfangsspawn ist. Aber ich glaube, das hat auch so, da gibt es auch so ein paar Abhängigkeiten von dem Landclaim-Block. Also kann ich mir vorstellen. Ach, komm schon. Na, da bist du ja. Wir machen uns gleich auch mal essen. Das war's, oder? Die Musik läuft aber immer noch. Ne, jetzt hört's auf, okay. Ich wollte gerade sagen, da ist doch nichts mehr. Hatte ich eigentlich noch Skillpunkte? Fällt mir gerade mal so ein. Was haben wir denn hier? 11.000. Ach du Kacke. 3 Skillpunkte habe ich. Okay. Hier sind wir reinge. Ach, das ging ja nicht, ne? Powerlifter. Warte mal. Okay. Gut. Das ist gut. Oh. Ja, das meine ich. Die kommen immer wieder mal. Spider-Zombie, Spider-Zombie. Hast du was zu essen? Geil, danke. Oh, shit. Du bist so, ne? Hallo, das kostet Geld. Holz. So, aber... Damit haben wir auf jeden Fall schon mal grundlegenden Schutz. Ich würde das auch gerne so schnell wie möglich auf Eisen upgraden. Aber wie gesagt, da müssen wir halt mal zusehen, dass wir so grundlegende Sachen haben. Vielleicht gehen wir auch für den Anfang erstmal hier runter. Vielleicht gehen wir für den Anfang erstmal hier runter. Und schauen dann mal. Genau, weil das ist jetzt natürlich sehr, sehr weit hoch, wo wir noch nicht so viel Schutz haben, dass es mal eben so 10 Zombies abhalten könnte. Und wir müssen halt ein bisschen hoch jetzt. Okay, da sind wir. Wir können eigentlich direkt mal aufräumen. Die Ausdauer geht mir weg. Okay. Dann schmeiße ich das jetzt erstmal hier rein. Also ein bisschen Munition kriegen wir ja schon sogar zusammen. Das ist gar nicht so verkehrt. Bandagen brauche ich gerade nicht. Ich wollte ein bisschen Essen machen. Das kann ich auch mal hier sortieren gerade. Dann haben wir hier einen besseren Überblick. So, hier hatte ich meinen Grill. Ich lege das mal ganz kurz da rein. Ich weiß nicht, wie der Stand hier ist gerade wegen Trinken. Ich glaube nicht so gut. Da haben wir aber 6 Gläser. Das könnte ich vielleicht gerade noch schnell holen. Haben wir hier irgendwo Wasser? Ja, wobei, was haben wir durch Schnee? Ich gehe mal gerade gucken. Gerade mal schnell gucken. Runter geht's immer flink. Hoch ist das Problem. Hoch ist das Problem. Oh, warte mal, hier könnte Wasser sein. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ah, oh, shit. Das sieht nicht gut aus.
Okay. Oh, shit. Wieso hat denn keine Mucken gemacht, als ich den abgeschossen habe? Verdammt. So. Guck mal, haben wir unser eigenen Zufluss. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall richtig fett Hunger. Der ist feral. Der auch. Meine Güte. So, auf nach Hause. Theoretisch könnte man hier die Wände auch mal irgendwann abreißen. So. Auf und davon. Oder so. Ach komm schon. Zu viele Treppen. Hätte ich was mit Aufzug geholt. Ja, vielleicht sollte ich mal, weiß ich nicht, eine Leiter oder so. Wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Oder halt wenigstens die Treppen schon mal fertig bauen. So, jetzt können wir aber Folgendes machen. Jetzt kann ich nämlich das Wasser hier brennen. Sekunden, ja. Mach mal. Hm. Ich habe jetzt nichts gesehen. Ah, da ist Glas drin. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Und hier auch. Okay. So. Genau, dann machen wir nämlich gekochtes Fleisch. Und daraus machen wir dann den Rest. So, ich lasse es einfach mal hier drin. Ach, das bin ich durch das Heben der Axt. Das hier hat so komisch gehalten, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Deswegen war's. Ja, sieht das hier auf jeden Fall schon mal wesentlich besser aus. Der Müll kann auch weg. Ansonsten würde ich, glaube ich, die hier wegmachen. Wobei, das Essen ist aber schon gut, ne? Ja, hau ich mir erstmal ein bisschen was rein. Ich glaube, vielleicht technisch war es das vorerst. Ja, unser neues Projekt. Ich glaube, es wird ganz cool. Ja, lass mal so. Und den Rest lassen wir auch erstmal so. Hier, das können wir gerade noch abbauen. Dann können wir hier auch noch was dran stellen. Ja. Und der kommt auch weg. Oh, Munition. Nice. Hier ist ein bisschen kalt. Aber hier können wir vielleicht mal framen gerade schon mal. Den habe ich noch erwischt. Oh. Ah, jetzt kommen da schon wieder welche angerannt. So, jetzt frage ich mich gerade. Ach so, okay, so wird das hier gemacht. Shit. Genau, und hier dasselbe.
Geht ja auch recht fix. Ich meine, hier könnte man vielleicht eine Tür reinmachen. Das lasse ich mal offen, die eine Stelle. Kann ich vielleicht sogar... Nee, Gläser kann ich nicht reparieren, ne? Schade. So, das kann vielleicht auch von Vorteil sein, so eine Tür hier zu haben. Die passt aber nicht wegen der Fackel, oder? Die muss ich abbauen. Und dann passt es auch. Okay. Gut. So. Dann würde ich gerade mal gucken, was wir jetzt als nächstes brauchen. Und zwar würde ich ganz gerne erstmal vielleicht eine Werkbank oder sowas machen. Oder... ich meine, für die Werkbank brauchten wir den Hammer, ne? Genau. Die Schmiede. Brauchen wir Lehm, Leder? Ja, können wir mal gerade zusammentragen, was wir da schon mal haben. Ich glaube, nicht viel. Ja, wir müssen vielleicht auf die Jagd gehen. Das wäre so ein Ding, was ich angehen wollen würde jetzt. Ach ja, ich habe ja noch... Tee drin. Okay. So, ein bisschen Essen lasse ich noch drin. Ich hoffe, das reicht. Ansonsten gehe ich nochmal schnell runter. Und dann müssen wir hier auch mal gucken. Also die Treppe will ich auf jeden Fall fixen. Und vielleicht bauen wir hier in der Mitte. Das wäre eigentlich ganz cool. Das wird doch glaube ich, genau aufgehen, ne? Ah, wobei. Nee, deswegen nicht, weil das Geländer nach außen hinweg ist. Verdammt. Ach stimmt, da hinten fehlen ja auch noch die Türen. Also auf jeden Fall schon mal, wie gesagt, ein Anfang. Gut, 2 Uhr. Wir sind dabei, die erste Nacht zu überstehen. Das ist gut. War ja auch relativ ruhig. Mal gucken, wie es die nächsten Tage wird. Genau. Ansonsten sieht es hier auch schon mal ganz cool aus. Mal gucken, was wir hier so Schönes einrichten. Da ist... Ach doch, da ist noch Wasser drin. Das ist ja auch so... Ach, guck mal, ist noch alles ungelootet. Ja, wird ganz schön hier. Am liebsten wären wir noch, wenn wir Strom hätten. Oh, hier ist ja auch... Oha. Ja, okay, hier müssen wir auch noch gucken. Ach ja, wir sind ja eh ganz oben. Hier wollen wir ja eh noch einen Landeplatz machen. Das müssen wir alles machen. Ich repariere das Ding gerade mal. Wie gesagt, ansonsten würde ich sagen, gucken wir in der nächsten Folge, dass wir mal auf die Jagd gehen am neuen Tag. Dass wir ein bisschen an Leder kommen. Ja, damit wir in näherer Zukunft auf jeden Fall die Schmiede bauen können. Und mit der Schmiede dann natürlich A, unten aufwerten können und B, halt eben auch Munition, also Sachen für Munition herstellen können. Und genau, dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Cut. Ich hoffe, euch hat die kleine Folge hier gefallen, wo wir schon mal die Grundverteidigung aufgebaut haben, hier drin mal ein bisschen aufgeräumt haben. Und dann wisst ihr Bescheid, wie es beim nächsten Mal weitergeht, dann mit der Jagd. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.